Hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Video auf meinem Kanal. Und zwar möchte ich heute erstmal sagen, als erstes, wir reden bitte freundlich in den Kommentaren. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr hier fleißig eure Meinung kundtut. Und das Ganze bitte freundlich in den Kommentaren. Ja, es wurden auch gestern bei uns in meiner Community auch einige schon gebannt. Und hier nochmal mein Beileid an alle, die auch hier ihre jahrelange Sammlung verloren haben. Machen wir hier eine kleine Schweigesekunde bzw. Schweige 30 Sekunden. So, auf jeden Fall geht es dann auch jetzt erstmal los, und zwar mit dem ersten Screenshot, den wir hier haben. Und zwar haben wir das auf Twitter gefunden bzw. X hier, und da stand halt drin, dass das halt schon losgehen soll, dass man halt müsste vorgestern gewesen sein. Ja, das ist halt auch ein bisschen kacke, muss ich sagen. Ich finde Rockstar zerstört hier sehr viel. Und zwar auch teilweise viel zu früh, wie wir schon im Stream halt festgestellt haben. Oder auch hier der Anabug-Bot, sowohl auf Xbox als auch auf PlayStation, wohl wahrscheinlich oder auf beides, schon erwischt. Also sehr heftig. Auch einige Accounts verloren, und ich habe meinen Honor-Call auch weggemacht, um halt auf sicher zu gehen. Einige haben hier teilweise im zweistelligen Bereich auch schon Accounts verloren, mit sicherlich sehr vielen gemoddeten Autos, und das ist schon ja, traurig, dass für diejenigen der ein oder andere ist wütend, andere könnte ausrasten. Ja, aber was bringt euch das? Nicht wirklich, sorry, aber es bringt nichts. Weinen, heulen bringt echt nichts. Sorry, wenn man das so hart sagt ins Gesicht. Aber jeder, der ein Unlock-All gekauft hat mit den Milliarden Dollars, ist meiner Meinung nach mit dem Risiko bewusst gewesen, dass so ein Account gebannt werden kann. Und wenn man dann nicht noch irgendwie einen zweiten Account hat, womit man noch legit irgendwie ein bisschen was hatte, hat man jetzt natürlich die Karte gezogen, wo man sich überlegen muss, was mache ich jetzt? Guck ich, ob es irgendwo einen günstigen gibt, weil ich halt das Spiel noch weiterspielen möchte. Oder ziehe ich mir halt nochmal selbst einen hoch? Ich persönlich weiß nicht, ob ich mir jetzt einen hochziehen würde. Ich persönlich habe ja durch die ganzen Videos und Streams nicht so viel Zeit, dass ich mir jetzt noch einen Account hochziehen könnte. Klar, hätte ich die Zeit, würde ich es vielleicht tun, aber habe ich leider nicht. Ich selbst verdiene auch an meinem normalen Account genug Geld, dass ich halt keine Probleme habe. Selbst mit meinem YouTube-Account verdiene ich schon die ein oder anderen Millionen ein, um halt da ein bisschen vom Glitchen wegzukommen. Ich werde jetzt noch die letzten Easys verkaufen, aber ich werde die erst verkaufen, so jetzt, wenn diese Bannwelle rum ist, und dann auch nur sehr begrenzt, damit ich von den Easys wegkomme. Und das Geld, was da rauskommt, werde ich dann irgendwo investieren. Wie das Ganze mit den gemoddeten Autos ausgeht, weiß ich nicht. Manche sagen halt auch, dass es entfernt, dass man Autos entfernen müsse, Outfits entfernen müsse. Also ich habe jetzt auf meinem Hauptaccount alles sortiert, weil mir der halt Account halt auch wichtig ist. Und falls das mal zu einem Kriterium sein sollte, dann habe ich halt das für mich entfernt. Das ist meine Entscheidung gewesen, und jeder hat euch da draußen die Entscheidung selbst. Löscht ihr eure krassen modded Outfits oder löscht ihr sie nicht? Das ist euch überlassen. Ich persönlich finde es halt nur um jeden Einzelnen sehr schade, den wir auf diese Weise verlieren. Wenn ihr Hilfe braucht beim Aufbau eines Charakters oder irgendwo legit Geld verdienen wollt, ich bin auf jeden Fall gerne dabei. Ich helfe gerne. Da ich habe halt auch sehr viel in der Woche halt auch ja, zu tun habe, Videos, Streams und so weiter, ist halt auch das schwierig mit der Zeit. Hauptsächlich habe ich Zeit zum Spielen an Montagen, da ja momentan auf der PlayStation 4 halt sich keiner meldet. Ich denke mal, die meisten auch spielen mittlerweile auf der PS5, deswegen ist das jetzt nicht so schlimm.
Was wir jetzt leider machen werden, ist, dass wir jetzt alle, die bitten würden, dass alle, die halt in der Crew waren bei mir, mir auf Discord ihre PSN-Namen mitzuteilen, damit wir diese Namen halt aus dem Crew rausmachen können. Es tut irgendwie auf eine gewisse Weise schon weh, dank Rockstar Games so viele Leute zu verlieren. Ich hoffe, dass der ein oder andere von euch den Band bekommen haben, in irgendeiner Form noch einen zweiten oder einen dritten Account haben, mit dem wir noch mal ein bisschen spielen können. Andernfalls kann ich euch nur anbieten, mit euch was aufzubauen, einen Account wieder aufzubauen, sodass ihr dann Stück für Stück wieder was bekommt, sodass ihr halt auch wieder die HSW-Sachen habt und hast du nicht gesehen. Und wenn man das halt fair aufbaut, passiert auch dem Account eigentlich nichts. Ansonsten gibt es halt auch welche leider, die dann sagen, ja, die Account Leute, die man dann verliert. Hier noch mal kurz zu den Patches. Es ist für Patches gekommen, die einige Glitches hier patchen. Dann soll das angeblich wieder entzogen sein, der Patch, also wieder rückgängig gemacht worden sein und dann wieder doch wieder. Also dann kann es halt sein, dass jetzt zum Beispiel der Merch Clips nicht mehr geht. Und der mit der, wo man dieses Finale von Clucking Bell heißt, spielen konnte. Also das sollte auf jeden Fall angeblich alles nicht mehr funktionieren. Dann möchte ich mal ganz kurz noch die Lobbys ansprechen. Ich habe ja heute mal geschaut nach dieser Bannwelle gestern im Stream, wo einiges abging. Bin ich mal in den Lobbys gegangen und ja, fand ich schon sehr heftig. Was mich jetzt interessiert, oder schreibt doch meine Kommentare, das Design, das Auto. Glaubt ihr, ist das, ja, könnte es gefährlich sein, ein Secret Design Auto zu besitzen? Oder wie wäre es mit dem Lost Slam Van? Und hier können wir auch nochmal sehen, dass es auch hier auch kaum einen Spieler gibt, der über die 2000er Grenze ist, bis auf ein einziger. Könnte vielleicht noch ein Zweitcharakter von einem Account sein, aber 2000 ist jetzt nicht so ein Level, wo ich sagen würde, es muss nicht zwingend Unlock All sein. Nicht zwingend. Mittlerweile nach 10 Jahren Spielzeit kann man 2000 erreichen. Wie man bei mir sehen kann, ich bin Level 1500. Und es gibt welche, die sind etwa auf meinem Spielzeit mäßig und haben mittlerweile den 1700, 1800. Und deswegen würde ich jetzt mal sagen, so 2000, 2300 ist jetzt keine Levelzahl, wo ich sagen würde, okay. Aber hier habe ich auch noch einen gefunden, der war noch 7981. Also entweder hat der irgendeinen Schutz drin oder der wird halt noch in den kommenden Stunden, Tagen auch noch seinen Account verlieren. Und jeder kann seine Meinung gerne in den Kommentaren dazu sagen. Ich würde halt nur schade finden, wenn wir auf diese Weise sehr viele nette Leute verlieren, mit denen man halt auch sehr coole und lustige Momente in GTA hatten. Das würde ich auf jeden Fall sehr schade finden. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir da irgendwie doch noch irgendwie ein bisschen zocken könnten. Leider habe ich keinen Account, den ich geben könnte. Es sei denn, ihr wollt einen mit Level 5 oder Level 10, ich weiß nicht, was der genau für einen hat. Und ob der übertragen ist, weiß ich leider auch jetzt nicht. Im Stand der Aufnahme müsste ich irgendwann mal die nächste Zeit schauen. Aber das wird wahrscheinlich für die meisten halt auch nicht interessant sein, weil die meisten halt auch wieder, ja, es muss das Geld von jetzt auf zack, zack, zack da sein. Und ja, und da unterscheide ich mich zwischen anderen Spielern. Ich bin es gewohnt, von Anfang an mein Geld zu scheffeln. Und mich stört das nicht, wenn ich dann eine Mission doppelt machen muss. Ein amerikanischer YouTuber sagt zum Beispiel, man wäre schon zu bannen, krasse Outfits und zum Beispiel auch Autozusammenführungen, also Merchen. Deswegen muss ich jetzt da sagen, der meinte halt, dass man da, da halt alles entfernen müsse. Er schreibt auch da irgendwas von Charakter löschen. Denke ich mir, Alter, ist das sein Ernst?
Warum sollte ich bitte einen meinen Charakter löschen? Ich will doch nicht mein Level aufgeben. Gut, klar, man ist da nicht gebannt, wenn du alles löscht. So, okay, ist klar. Das ist vielleicht der Sinn dahinter, aber ich denke, der ein oder andere hat seinen Charakter und auch lernen, lieben gelernt, hassen gelernt, weil er sich manchmal blöd benimmt. Und ja, da würde ich wahrscheinlich nicht löschen wollen, nur um nicht gebannt zu werden. Schwäche in Autos oder Outfits zu löschen. Ich persönlich selber unterscheide mich da ein wenig von den anderen. Und zwar habe ich jetzt auf meinem Hauptaccount wirklich alles, was sehr krass gemoddet ist. Ich meine damit jetzt unsichtbare Sachen oder so. Das habe ich jetzt angefangen zu löschen und genauso wie Autos so umzutunen, dass sie halt nicht mehr kein Yankton Blade mehr haben, keine Bennys F1 Felgen oder sonst was oder Autos überschrieben, die halt auch noch teilweise moddet waren durch irgendwelche Ranzkachen, die ja auf den Thumbnails bzw. auf den Foto da innerhalb des Videos hier in den vergangenen paar Minuten schon gesehen habt. Deswegen, das ist halt meine Meinung, ich verdiene mein Geld so, ich helfe euch gerne hier in deiner Freizeit auch mal Geld verdienen. Auch heute habe ich, wo ich dieses Audio hier mache, habe ich was geplant in ungefähr round so gegen 21 Uhr. Und deswegen, da gibt es immer Möglichkeiten zu zocken. Klar kann ich nicht 10 Leuten gleichzeitig helfen, in Missionen beitreten. Aber da bitte ich um Verständnis, dass ich nicht 10 Leuten gleichzeitig helfen kann. Kommt regelmäßig in gewissen Abständen immer zu mir und manche Sachen können wir kombinieren. Oder helft euch einfach gegenseitig. Wir werden nochmal die Tage nochmal was schauen, die Wochen, nächsten jetzt, dass wir den Discord-Server nochmal ein bisschen so aufbauen im Hintergrund, dass es etwas übersichtlicher wird mit dem Helfen. Und ja, ich finde, und jetzt noch das Letzte, ich finde halt, dass man, wenn man nicht Legends spielt, auf eine gewisse Weise, auch wenn man das eigentlich nicht hören möchte, und das wollen viele nicht hören, deswegen auch, sorry, dass ich das jetzt sagen muss, aber man ist selber schuld, wenn man nicht ein paar Missionen spielen will oder ein paar Sachen spielen möchte, um Dinge freizuschalten, um dann einen Account zu kaufen, wo halt alles drauf ist und man dann am Ende gebannt wird. In dem Sinne würde ich jetzt erstmal sagen, kann man nicht mehr viel sagen zu, außer dass ich uns eine schöne und nennt man das jetzt ordnungsgemäße Diskussion, ohne Streit, ohne Zoff, respektiert die Meinung anderer in den Kommentaren, wenn sie ihre Meinung und dazu kundtun. Das ist halt sehr wichtig. Ich versuche Hasskommentare, zu stark negative Kommentare, beleidigende Kommentare, nur weil einer, zum Beispiel, wenn einer kommt und sagt, oh, ich spiele jetzt aber fair und hatet jetzt den, der glitscht. So, dann wird das Kommentar gegenüber dem Glitcher gelöscht, weil das halt falsch ist. Genauso andersherum, wenn der Glitcher jetzt den fair spielenden anhatet, ja, das lohnt sich doch nicht, das Ganze ist doch zu wenig. Es ist seine Entscheidung. Es ist seine Meinung, seine Art, das Spiel zu spielen. Und die Bitte ist, respektiert das. Und das soll es dann soweit erstmal gewesen sein. Sollte hier jetzt stimmlich gesehen keine Benachteiligung sein, dann wird es auch am Samstag einen ganz normalen Livestream geben mit einer Runde GTA Online. Ich hoffe, dass da noch einige am Start sein werden. Und so gegen 10, halb 10, kurz nach 10 werden wir dann von GTA auf Fortnite wechseln. Also wer da Bock hat, kann gerne mitspielen. In dem Sinne bin ich jetzt aber erstmal raus. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im nächsten Film wieder. Euer ZockerBeast91 und ciao.